Abfahrt vom Stellplatz Hochspeyer. Hier trennt sich jetzt unsere Lilie mit Michael. Tschüss. Hier trennt sich unsere Wege mit Michael, weil ich fahre jetzt. Concentration. So, ich fahre jetzt meine eigenen Wege wieder, und zwar fahre ich jetzt zuerst zu G&S und hole mir eine neue Matratze. Ich habe zwar eine neue schon dieses Jahr bestellt, aber dazu erzähle ich euch dann mehr in Ruhe. Rechts abbiegen auf Kirchstraße, dann links abbiegen auf Trippstädter Straße. Ich hole jedenfalls noch eine neue Matratze jetzt und die fahre ich jetzt abholen, und anschließend fahre ich nach Hessen zu meinen Freundinnen. Erst zu der einen und dann zu der anderen. Und nächste Woche, am Dienstag, treffen wir uns dann mit Michael irgendwo auf der Strecke und fahren gemeinsam nach Hause. Auf Trippstädter Straße. Ja, hallo liebe Videofreunde. Ich bin gestern gut angekommen hier in Hessen. Und ja, es gab eine große Wiedersehensfreude. Gestern habe ich ja meine Freundin seit, ich glaube, 3 Jahren haben wir uns nicht mehr gesehen, wieder getroffen, und das war sehr, sehr schön. Ja, dann habe ich heute Nacht die erste Nacht auf meiner neuen Matratze geschlafen, auf der nächsten neuen Matratze sozusagen, und habe wunderbar geschlafen, einwandfrei. Ich bin begeistert, und ja, wie das jetzt dazu kam, dass ich mir jetzt nochmal eine neue Matratze bestellt habe, das will ich euch erzählen. Also, es war ja so, dass ich letztes Jahr konnte ich auf der Originalmatratze vom Malibu also ganz schlecht schlafen. Ich hatte fürchterliche Rückenschmerzen gehabt und es ging mir überhaupt nicht gut. Und dann haben wir uns entschieden, eine neue Matratze uns zu besorgen, und haben bei der Firma G&S, das ist eine Polsterei in der Nähe von Kaiserslautern, eine neue Matratze zu bestellen. Ich habe dort angerufen und habe gesagt, ja, ich würde gerne eine neue Matratze haben, aber ich kann nicht testen kommen. Da haben sie erst zu mir gesagt, das machen sie nicht, weil man muss Probe liegen und dann halt kaufen. Da habe ich gesagt, das geht nicht, ich komme nicht nach Kaiserslautern. Da war damals nicht dran zu denken. Und dann habe ich gesagt, ich nehme das auf meine Kappe, schicken Sie mir einfach die weicheste Matratze, die Sie im Angebot haben, und da kommt keine Reklamation, ich verzichte auf eine Reklamation, habe denen das auch schriftlich geschrieben, und so haben wir das dann auch gemacht und haben mir dann also eine Matratze zugeschickt, und die war auch besser als die Originalmatratze, aber immer noch für mich zu hart. Und dann ja, haben wir das so gemacht. Dann hat Michael mich überrascht eines Nachmittages. Und zwar hat er mir das Frodi-System eingebaut. Das blende ich euch mal jetzt ein. So, ich bin jetzt mal hier ins Wohnmobil gegangen und habe geguckt, was mein Mann so lange rumfriemelt irgendwo. So lange. Und da sehe ich, er baut Frodi ein. Ich ja. Denke, es gibt kein Frodi, hast du gesagt. Nein, bei Frodi selbst kannst du nichts bestellen. Das was heißt ausverkauft ist hier, die Matte haben sie nicht, und ohne die geht es ja nicht. Und deshalb, das ist halt von dem Holländer, von diesem Obelink oder wie der heißt, die hatten das komplett da. So, und jetzt probieren wir das, weil Michael hat es letztens ausgemessen. Ja. Das ist noch mit dem Rahmen hier, halt mal den Finger dran, an den Rahmen. Hier.
da, dass es da noch mit der Matratze hinhaut. Und da hat Michael ausgemessen, das müsste eigentlich gehen. Ja, und wenn nicht, dann lassen wir halt hinten eine Reihe weg. Nee, das geht. Das geht. Ja. Dann werden wir das mal ausprobieren. Ja, und da habe ich mich echt total drüber gefreut, dass er das gemacht hat. Und danach, muss ich ganz ehrlich sagen, ging das viel, viel besser. Also da konnte ich wirklich besser drauf schlafen. Jetzt habe ich diese Matratze ja erst einmal benutzt und das war dieses Jahr in der Schweiz. Und ansonsten noch gar nicht. Und jetzt sind wir aber letzte Woche da zu dieser Polsterei G&S gefahren, weil wir ja in der Nähe von Kaiserslautern waren. Da habe ich gesagt, komm, lass uns einfach mal hinfahren. Ich will das mal ausprobieren, ob die noch eine andere haben oder ob das wirklich die weicheste Matratze ist. Ob es noch was anderes gibt. Und ich komme da rein in den Raum, in den Probierraum halt, ne, und dann haben wir ausprobiert und habe mich auf diese neue Matratze jetzt gelegt und habe gesagt, oh ja, das ist ein Unterschied, ne? Und ja, was ist passiert? Man hat eine nagelneue Matratze jetzt erst rausgebracht und das erst vor ein paar Wochen. Die gab es also zu dem Zeitpunkt dieses Jahr im Frühjahr, wo ich die andere bestellt habe, gab es die noch nicht. Und ja, der Unterschied der Matratze besteht jetzt darin, dass sie weniger Füllung hat. Also die Matratze, die ich gekauft habe, hat sogar einen Härtegrad weicher als diese neue Matratze jetzt, hat aber 50% Füllung. Und jetzt die neue Matratze ist sogar einen Härtegrad höher, Härtegrad 3, hat aber nur 30% von dieser Füllung. Und das macht das halt eben aus. Dadurch ist die halt wesentlich angenehmer, gibt halt nach, genau an den Stellen, wo du halt einsinkst. Wunderbar, also passt optimal und war wirklich ein deutlicher Unterschied. Ja, und dann habe ich natürlich letzte Woche da drauf gelegen und habe gesagt, oh. Und dann hat Michael gesagt, komm, ist egal, schlafen ist einfach wichtig. Und dann hat er gesagt, komm, das machen wir jetzt noch. Die Anschaffung ist es ihm wert. Das fand ich total lieb, dass er das gemacht hat. Und dann habe ich mir jetzt diese neue Matratze bestellt und habe die dann halt eben gestern dort abgeholt. So, jetzt bin ich bei der Firma G&S. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Im Übrigen, der Stellplatz, wo wir waren in Hochspeyer, der ist deshalb auch so gut frequentiert, weil eben dort fast alle, die dort stehen, zu dieser Polsterei fahren. Ja, also die sind so gut besucht, diese Polsterei dort. Und der Stellplatz Hochspeyer nur 8 Kilometer entfernt ist von dieser Polsterei dort, G&S, wird der eben gerne genutzt, weil der halt einfach, ja, von der Qualität her wohl besser ist als den, die da wohl haben. Ich habe keine Ahnung, weil wir haben den ja nicht benutzt da vor Ort. Die haben wohl auch 1 oder 2 Stellplätze von der Firma. Kann ich aber nichts dazu sagen. Aber dieser in Hochspeyer hat halt eben diese Fähr- und Entsorgung und Strom und alles. Und deswegen ist auch dieser Stellplatz immer voll. Das hat uns nämlich dann der Platzwart von dem Stellplatz gesagt, dass das der Grund ist. Ja, und gestern, wo ich da war, war auch gut was los. Waren 3 Wohnmobile. Ich war das 4., glaube ich. Und ja, man kann also bei dieser Firma G&S, ist eine komplette Innenausstatter für Wohnmobile. Nicht nur für den Malibu, wobei sie sich darauf spezialisiert haben, ist also auch eben ein Partner von denen, Carthago. Aber man kann mit jedem anderen Wohnmobil dahin fahren. Die machen alles. Also es gibt wirklich dort alles, was das Herz begehrt. Von Gardinen über Bezüge für die neue Bezüge für die Sitzgruppen, Schonbezüge für die Fahrersitze, werden dort ausgebaut, werden neu, auch die Polsterei für die Fahrersitze neu machen sie auch alles, ne? Wird alles neu gemacht, die bauen die dort aus, bauen die wieder ein, Matratzen machen sie, dann gibt es Fußböden, da habe ich schon
liebgeäugelt mit einem Fußboden, der schön flauschig ist. Da muss man dann mal gucken, ob das dann halt von den Türen her noch passt. Aber die haben gesagt, es ist kein Problem, die machen das sowieso alles irgendwie passend. Es gibt verschiedene Größen auch. Und ja, dann kannst du alles. Die machen auch Spannbettlaken für jede Matratze, die du hast, werden die im Maß angefertigt, die Spannbettlaken. Accessoires wie Kissen, passende, farblich abgestimmte Kissen kann man auch dazu kaufen. Wir haben das Werk mal da angeguckt, die sind da gut zugange und haben auch richtig gut zu tun. Du kannst auch Leder bestellen, alles. Also es gibt auch verschiedene Lederausstattungen für die Autos, alles, was man haben möchte. Also, wenn jemand eine Matratze braucht, die weicher ist als die Originalmatratze im Malibu, wir geben sie für einen guten Preis ab. Also dann schreibt uns, besser wäre es natürlich, wenn jemand sie abholen könnte, wenn jemand in der Nähe wäre, weil man soll die wohl nicht rollen, dann brechen die. Deswegen ist es mit dem Transport dann halt eben schwierig, ne? Also, aber sollte jemand irgendwo so eine Matratze brauchen, könnt ihr euch an uns wenden. So, genug geredet, jetzt wird spazieren gegangen an einen See und dann wird heute Abend schön gegrillt. Und morgen geht's zu meiner nächsten Freundin. Freue mich wirklich. Also, gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.